Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Car 1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing heute mit einem sehr sportlichen Spiel, einem ungewöhnlichen Spiel, sage ich mal, was man nicht so oft sieht, und zwar Handball 16 für die PS Vita. Das Spiel gibt es übrigens auch, falls ihr lieber die großen Konsolen bevorzugt, für die PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 und PC. Auf dem Cover sehen wir hier wohl einen sehr berühmten Handballer. Ich kenne mich jetzt mit der Sportart, außer dass ich das früher in der Schule mal selber gespielt habe, nicht so aus. Ich weiß, dass man diesen Ball werfen muss und ein Tor machen muss, aber ansonsten denke ich mal, Handballfans unter euch werden ihn erkennen hier, wer das sein soll. Sieht nach dem Messi des Handballs aus. Ähnlichkeiten hat er, ne? So, das Ganze kommt von Echo und Big Ben, Freunde. Und wir schauen mal, was die Beschreibung so hergibt. Es beinhaltet drei europäische Ligen. Das sind einmal die französische Liga LNH, die deutsche Liga DKB und Asobal, die spanische Liga. Erstelle deinen eigenen Spieler und erlebe eine packende Karriere. Alle Techniken und taktischen Systeme sind dabei. Und grafisch sieht das mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, so auf der kleinen PS Vita wird das schon Spaß machen. Ich bin immer offen für neue Sportarten, Freunde. Und ihr seht, wunderbar. So, jede Menge Mannschaften sind enthalten. Man kann es ein Spieler zocken. Und ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, es ist jetzt nicht so meine Sportart. Ich bevorzuge lieber Basketball und Fußball. Aber meine Heimatstadt in der Türkei, Eskişehirspor, die haben eine sehr professionelle Mannschaft in der ersten türkischen Liga. Und da wird das eher gefeiert. Ich bin so nicht so der, wie gesagt, ist nicht so meine Sportart, aber ich möchte es mal gerne zocken, Freunde. Jetzt packen wir das Ganze mal aus hier. Zack. Und schauen mal rein. So sieht die Karte aus. Handball 16, Freunde. Wunderbar. Ansonsten ist nichts drin. Ja, neues Futter für meine PS Vita. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dieses Unboxing-Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gibt. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.